In meinen Lehrveranstaltungen ist es ja so, also ich behandle Themen, bei denen es sich anbietet, auch zumindest so grobe Standpunkte offen zu legen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Lehrveranstaltung in den Legal Gender Studies mache über Geschlechterverhältnisse und Recht, dann ist es klar, dass ich dem zugeneigt bin. Ja, also dass mein Standpunkt ein emanzipatorischer ist, dass mein Standpunkt einer ist, wo es mir darum geht, einfach das Pathos und die Emphase von Gleichheit, von Gleichstellung zu vermitteln. Und das heißt, das ist etwas, was ich den Studierenden auch offenlege. Ja, also dass ich da bestimmte Standpunkte habe, dass es so Prinzipien gibt, die von denen ich auch sicher nicht abrücken werde. Aber was ich schon mache, erstens gibt es ja immer wieder schwierige Herausforderungen, wo ich selber jetzt auch keinen bombenfesten Standpunkt habe. Also ich sage dann auch immer zum Beispiel in den Legal Gender Studies, es gibt keine feministische Hängematte. Also man kann sie nicht hineinlegen und dann glauben, man hätte einen vorgefertigten Standpunkt und könnte von dem dann alles runterdeklinieren. Sondern es sind immer wieder Herausforderungen und an jedem Punkt wird man streiten können, wird man diskutieren können. Und das versuche ich dann so offen wie möglich zu gestalten und auch die Studierenden einzuladen, mich herauszufordern. Ja? Also nicht einfach quasi zur Kenntnis zu nehmen, ja, also die Frau Professor, die sagt jetzt dieses und jenes und das ist jetzt in Stein gemeißelt, sondern das will ich gerade nicht, ja, sondern es soll die Möglichkeit geben, Punkte wirklich kontrovers zu diskutieren. Und um das zu gewährleisten, ist es auch eine ganz gute Herangehensweise, ihnen die Entwicklung meiner eigenen Denkwege zu schildern, ja, ihnen zum Beispiel zu erzählen, ja, also wir sind beim Thema Pornografie oder beim Thema sexistische Werbung. Vor 5, 10, 15 Jahren habe ich diesen Standpunkt vertreten. Das hat sich dann ausdifferenziert. Vor ein paar Jahren habe ich diese Werbung so gesehen. Und jetzt denke ich mir irgendwie, na, da war ich irgendwie zu streng oder da war ich zu wenig streng. Also einfach Ihnen auch deutlich zu machen, da gibt's Entwicklungen, die man selber notwendigerweise durchmacht. Und dass ich nicht von Ihnen erwarte, dass Sie an jedem Punkt meine Position teilen. Wobei ich Ihnen auch immer wieder sage, also so quasi, wie ich eben vorher gesagt habe, es gibt so eine Art Eckpunkte, die sind für mich wichtig, aber dann gibt es schon eine gewisse Beweglichkeit auch in den Positionen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst Studierende vielleicht den Eindruck kriegen könnten, dass sie da quasi mit einer Keule halb erschlagen werden, wenn ich dann mit meinen starken Standpunkten reinkomme. Und insofern versuche ich immer so eine Art Bewegung reinzubringen. Also ihnen schon meine Positionen deutlich zu machen, ihnen auch zu sagen, also meine Frage ist heute hier und jetzt diese. Vor ein paar Jahren war sie ein bisschen anders gelagert. Diskutieren wir drüber. Und das bringt immer wieder eine sehr schöne Dynamik und Bewegung und auch Offenheit hinein. Und es ist natürlich so, also bestimmte Standpunkte akzeptiere ich nicht, also Menschenfeindlichkeit, ja, oder ja, also wenn wir zum Beispiel über Asyl diskutieren bei den Menschenrechten, dann würde ich einen Standpunkt, der sagt, also Asylrecht ist quasi, braucht kein Mensch mehr heute, die sollen bleiben, wo sie wollen, die sollen ertrinken im Mittelmeer, also das würde ich auf keinen Fall akzeptieren und da bin ich dann schon sehr deutlich, wobei mir das in der Form auch noch nicht passiert ist, muss ich sagen. Aber abgesehen von so Eckpunkten, denke ich, sollte hinreichend Raum sein, um gemeinsam nachzudenken. Weil wenn jemand auch einen zum Beispiel weniger menschenrechtsfreundlichen Standpunkt hat, ja, oder einen Standpunkt, der noch, wie soll ich das sagen, der zum Beispiel skeptisch ist gegenüber Geschlechtergleichstellung, dann kann die Person ja auch nur sozusagen sich von ihrem Standpunkt wegbewegen und offener werden für Menschenrechte oder offener werden für Gleichstellung, wenn sie den Raum hat, um das zu machen. Ich meine, wir wissen alle, wenn uns jemand rüberfährt, brutal, dass das unserem Nachdenken eher nicht zuträglich ist. Also wenn mir jemand rüberfährt, dann reagiere ich automatisch mal, indem ich zumache und mir denke, also das ist eine Zumutung, was soll das jetzt? Ja, also ich möchte gefälligst akzeptiert werden in meinen Positionen. Und das heißt, ich versuche einen
Raum zu eröffnen, der dem Nachdenken möglichst zuträglich ist. Es kann manchmal passieren in Lehrveranstaltungen, dass man sich doch sehr, sehr einig ist, ja, also dass dann fast keine Diskussion zustande kommt, weil alle sich quasi fast ein bisschen baden in ihrem progressiven Habitus. Und vor allem in Bereichen, wo man einfach weiß, dass es da sehr viele, sehr heftige Kontroversen gibt in der Gesellschaft, da spiele ich dann schon auch gern Advocata Diaboli und bringe die einfach hinein, ja, und stelle quasi so bestimmte Positionen aus, ja, damit die Studierenden sich damit auseinandersetzen, weil ich finde es sehr wichtig, weil wir ja eben in einer pluralistischen Welt leben und in einer Welt, wo diejenigen, die für Menschenrechte, für Geschlechtergerechtigkeit, für die Anliegen von minorisierten Gruppen eintreten, wo die nicht unbedingt in der Mehrheit sind, finde ich ganz wichtig, sich argumentativ zu schulen und wirklich um gute Argumente zu ringen, mit dem Anliegen, andere davon überzeugen zu können. Und das geht aber nicht, wenn man sich quasi in der Einigkeit badet. Und deswegen finde ich es sehr wichtig und bin auch immer wieder froh, wenn ich sage es mal so, konservativere Studierende vielleicht in meinen Lehrveranstaltungen habe, weil die das dann hineinbringen. Und wenn ich dann merke, dass die Progressiveren dann irgendwie drüber fahren wollen, dann trete ich schnell auf die Bremse und sage ihnen, Moment, ja, also das müssen wir jetzt sehr ernst nehmen, dieses Argument, weil dieses Argument ist nämlich in der Welt. Und wir können das nicht einfach abtun mit einem Einklang, den wir uns vorstellen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen schauen, wie wir andere überzeugen können. Vor allem im Kurs über Legal Gender Studies, der heißt Recht macht Geschlecht. Da habe ich immer einen Grundlagenteil, das sind so die ersten 4 Einheiten, wo es darum geht, unterschiedliche theoretische Zugänge, also feministische, rechtstheoretische Positionen zu vermitteln und das Ganze auch immer wieder in Beziehung zu setzen mit Entwicklungen im Recht und in der Rechtswissenschaft. Und das ist eher so ein Grundlagenteil, da kommt man zwar auch immer wieder ins Diskutieren, also wenn es zum Beispiel darum geht, so sehr kontroverse feministische Zugänge auch zu unterscheiden. Also da gibt es so diesen Gleichheitsfeminismus, den Differenzfeminismus und dann gibt es den Dominanzfeminismus, der einfach davon ausgeht, dass Männer sind die dominante Gruppe und Frauen sind die Unterworfenen und quasi die ganze Gesellschaft von dem her denkt. Da kommen wir ohnehin auch schon recht ins Diskutieren. Besonders spannend wird es dann aber, wenn wir quasi in die Kür gehen, es ist der zweite Teil dieses Kurses, da stelle ich dann immer neuere Arbeiten von mir vor oder Bereiche, in denen ich gerade tätig bin, wo ich gerade Aufsätze schreiben muss. Also was weiß ich, zum Beispiel habe ich einen großen Aufsatz über sexuelle Autonomie geschrieben, einen großen Aufsatz über Pornografie und da lade ich sie quasi ein bisschen teilzuhaben an meinen eigenen Denkwelten und präsentiere ihnen dann in Teilen auch Positionen, wo ich mir selber schwer getan habe, die zu formulieren und so auf den Punkt zu bringen, auch im Sinne von, traue ich mich das jetzt oder traue ich mich das nicht, ja, mal zu sagen, so sehe ich das jetzt, ja, und versuche ihnen dadurch dann auch zu vermitteln, dass es einfach unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Schlussfolgerungen gibt und nur weil man dann an einem bestimmten Punkt zum Beispiel sagt, so sehe ich das jetzt, heißt das nicht, dass man sich da jetzt ganz, ganz sicher ist und dass es in Stein gemeißelt ist, sondern es gibt einfach immer noch Raum, auch darüber nachzudenken und vielleicht beim nächsten Mal zu einem anderen Ergebnis zu kommen.